Ja, damit hätten wir auch schon 23% durch. Wieder 3% in einem Run freigespielt. Wir sind auf der Win-Streak. Wir sind seit vier Streaks quasi ungeschlagen. Seit vier Runs. Puh. Geile Quote. Das Schlimme ist, ne? Ich bin mittlerweile echt richtig gut in dem Spiel. Ich bin mittlerweile sogar so gut in dem Spiel, dass ich gar kein Skillwasser mehr brauche, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht. Dann werde ich wohl nie wieder ein Bier trinken. Ha, Fake-Flasche nicht offen. Alles klar, weiter. Oh, Cane Run incoming, Bitches! Cane Run incoming! Cane Run incoming, Bitches. Oh, ne, ist wieder da! Der kleine Wutzi! Der kleine Wutzi! Der kleine Cane läuft. Und mit Cane, erstes Item. Zack, Prayer Card. Die Irony. Die Irony. Sehr, sehr, sehr geil. Fangen wir mal mit der Prayer Card an. Läuft. Die werde ich im Übrigen jetzt nicht zünden. Ne? Weil wir haben keine sechs Räume hier. Um die nochmal aufzuladen. Und deswegen kriege ich so oder so mein Herz einfach nur am Ende des Bosses. Ja, das würde ich bei Zeiten mal sprengen. Shop. Oh, ich kann hier wieder im Shop Geld ausgeben. Ultrios! Für dich nehme ich gerne Schaden. Ultrios, welcome to the team, welcome to the Wolfpack. Au! Oh, das kann ich besser. Au! Schon besser. Vielen Dank für deine Subscription, mein Freund. Das heißt, der nächste Momkill geht auf dich. Auf, ich bin hyped, ich bin hyped. Wird er nicht etwa doch sechs Räume zusammenkriegen, aber das ist ja wurscht, das kommt so oder so nur auf eins an. Oder es läuft auf eins hinaus, sag ich mal. Jo. Nee, hätte ich auch gar nicht so zusammengekriegt, alles gut. Ab Basement 2 kann man sich dann sowas überlegen. Kann ich leider nicht auf. Doch, kann ich aufsprengen. Guck mal. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Und hier hätten wir noch einen Seelenstein, aber das Dark Heart war mir wichtiger. Oh Gott, die zwei Girlies. Gibt Schlimmeres, ist ein angenehmer Raum, viel Platz. Ach, gefühlt sollte ich mich treffen lassen, damit der Bosskampf vorbei ist. Habe gerade überlegt, in die Suppe zu laufen, ne? Einfach nur, weil ich keine Lust habe zu warten. Ich sehe schon, wenn man langsam Skill entwickelt, dann wird man etwas ungeduldiger. Mensch, hätte ich das gewusst, dass ich hier so durchmarschiere, dann hätte ich am Anfang des Let's Plays gesagt, jo, ihr guckt einen Koreaner zu. Ach komm, drauf geschissen, ey. Okay, was ist das? Das sieht nach einer Hälfte von irgendwas aus. Thorn-Foto, Tears und Shot-Speed-Up. Okay. Das Dark Heart hat, wie du gerade gesehen hast, es ist. Alter, guck mal, wie mir die Tränen laufen. Guck mal, wie mir die Tränen laufen. Wie cool ist das denn gemacht? Voll der Wasserfall.
Die machen Schaden, wenn das Herz weg ist. Also es ist wie ein Seelenherz, nur dass, wenn es weg ist, dass es enormen Schaden verursacht. Wie die Death-Karte zum Beispiel. Nein, keine Sorge, wir werden die Gefahren nicht unterschätzen. Ich weiß immer noch, dass ich Isaac spiele. Und dass Isaac ein sehr schwieriges Spiel ist. Ich versuche nur gerade alles zusammenzunehmen, um für euch zu skillen. Alter, hör mir auf, das Kane, ne? Technology, und bitte. Und bitte. Es gibt kein Echo. Erzähl nix. Ja, das ist dann auch mein erster Technology-Normal-Run. Oh mein Gott. Kane-Hype, Leute. Das Kane-Hype. Oh, der Mom-Kill ist eigentlich schon wieder safe. Ganz ehrlich, weiter. Was soll denn der Geiz? Aber wie gesagt, unterschätze das Spiel niemals. Und genau das werde ich auch nicht tun, weil viel Schaden macht es nicht ohne Damage-Upgrades, wie man sieht. Gib mir Pentagramm am besten und dann macht Technology richtig dicke Schaden. Tears Up nehme ich auch, irgendwas in der Richtung. Ja, oder ein HP ab. Das ist ja krank. Ich muss zugeben, ich hätte mich jetzt über einen Deal schon gefreut, weil ich hätte sowieso so viele Leben gehabt, da wäre ich jeden Deal eingegangen. Und wieder zusammen. Läuft. Komm, mach mal. Okay, da hat mich eine Trollbombe erwischt. Habe ich nicht gesehen. Justin DeRisa, welcome back. Vielen Dank. Ja, so ein Goathead for free nehme ich auf jeden Fall mit. Gar kein Thema. Geil an Technology, triffst halt einfach alle. Machst zack, 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 machst du da Schaden. Oh, haben wir hier irgendwas Feines? Nope. Go, 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 go. Schlüssel nehmen wir noch mit. Aber ansonsten versuchen wir hier ein bisschen Gas zu geben. Hauptsache, das, was ich gerade als Boss hatte, ist jetzt hier ein normaler Gegner, weißt du? Das finde ich so hart. Deswegen unterschätze nie die Gefahren. Ups. Wir sind Basement noch, ne? Wenn ich jetzt noch irgendein Item kriege, das sich sehr gut mit dem verträgt, dann würde ich gerne Caves ohne Damage versuchen. Zum Beispiel Polyphemus oder so. Oder Toxic Splash Damage. Okay, was auch immer das macht. Wir werden es rausfinden, früher oder später. Ja, Justin, das bist du tatsächlich. Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, die Scheißhaufen gehen noch ein bisschen arg langsam down. Ich wollte gerade sagen, oh, mit der Pille will ich mir meinen Run nicht versauen, aber... ich spiel ja Kane. Göttlich, ich kann mir meine Runs mit Kane nicht versauen. Und es ist... Tears down? Haben die das gefixt?
Lucky Foot gibt keine nur guten Pillen mehr, oder was? Ist Lucky Foot jetzt eher nur noch so gute Items, oder? Hä, das kann doch nicht sein, dass Lucky Foot eine schlechte Pille gibt. Oder ist Tears Down in Kombination mit dem Laser besser? Kann doch nicht sein, ich dachte Tears Up, dann schießt er schneller. Hä, das ist aber dann definitiv neu. Das ist neu. Normalerweise gibt Lucky Foot, also Kane, immer nur gute Pillen. What? War gut, dass ich gerade nicht mit Tränen arbeite, ne? Ansonsten wäre Tears Down jetzt richtig eklig gewesen. Huh. Interessant. Wie gesagt, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Aber interessant ist das allemal. Huh. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das surprised mich gerade ziemlich. Wie göttlich ist das denn? Ah, nee, kann ich nicht mehr machen, ne? Keine Räume mehr. Nee, es lohnt sich nicht. Das lohnt sich leider nicht. Ansonsten könntest du die Prayer Cards richtig geil mit dem Item kombinieren. Ich kann ja auf gut Glück... Pass auf. Herzcontainer. Ich kann auf gut Glück ja hoffen, dass ich vielleicht noch eins finde. Dann clear ich das. Oder... Oder ich wollte gerade sagen, ich spekuliere auf, dass hier vielleicht noch eine Batterie ist. Unten habe ich noch einen Raum, dann gucke ich da doch nochmal rein. Envy, vielleicht habe ich ja echt mega Luck und da droppt einfach nochmal. Aber Technology braucht dringend ein Damage-Upgrade, ansonsten ist Technology nicht so mega. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich habe zwar jetzt eine Menge Bomben. Das heißt, wir gucken mal hier. Fuck. Ich möchte die Leichen sprengen. Ich möchte einmal sehen, dass aus den Leichen was Gutes kommt. Na gut, dann hat sich das halt erledigt, mein Gott. Herzcontainer ist Herzcontainer. Wir haben schon 6. Wir haben schon 6. Und wir sind Caves 1. Enough said. Und das kann ich jetzt nicht nachlesen, das mit dem... Beschleunigen wir das ein bisschen. Jetzt bitte so einen fetten Teufelsdeal. Ja. Ranger bringt mir nämlich gar nichts. All pills picked up will have a lower chance of a negative effect. Increases the chance of getting pickups from clearing a room und von Scheiße und Feuer. Increases the chance of winning the shell game in the arcade room from 33% to 40% increases the chances to getting items from golden chests. Okay. Also es ist nur eine geringere Chance, dass schlechte Pillen kommen, aber ich hab's natürlich geschafft. Wieder keine Deals! Teufel, was ist los mit dir? Hast du Angst? Hast du Angst, dass ich dich kommen hole oder was? Gut, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Guppy's Collar schon wieder. Sensationell. Sensationell. Kann man absolut nicht meckern. Absolut nicht meckern.
Wie geil ist das denn bitte? Alter, scheiß auf Schaden, Mann. Zack. Ich darf jetzt nur keinen Schaden nehmen. Ansonsten hat sich das nicht gelohnt. Aber das sollte doch machbar sein. Fuck. Keinen Schaden nehmen, sonst war es umsonst. Sonst war es für die Katz und nicht für Guppy. Boah. Boah. Vier Räume jetzt ohne Schaden muss ich schaffen. Ich hätte das anders machen müssen. Erst clearen, dann drücken, dann rüberlaufen und dann. Das war ein Fehler. Das war ein kleiner Fehler, muss ich leider zugeben. Aber machbar sein. Komm, noch zwei Räume. Hey, Hirnsturz! Hallo, schön, dass du wieder da bist. Be careful. Ein Raum noch, dann hat sich's gelohnt. Komm. Komm, das sollte ja wohl machbar sein. Komm. Boom, hat sich gelohnt. Und was ist das? Paperclip? Master of Lockpicking? What? Und wenn ich es jetzt, nochmal 6 Raum finde, und das ist höchstwahrscheinlich, dann habe ich 2 Herzcontainer in einer Ebene gekriegt. Und das ist der Obershit. So, nicht anders sieht's aus. So, mal schauen, was hier passiert. I can see forever, das heißt, ich sehe Geheimräume. Das weiß ich zufälligerweise. Hier komme ich unterschiedlich an was ran. Geld habe ich eh keins. Da wäre im Übrigen der super Geheimraum.